neu fahren. Aber ich glaube auch verdient. Geiler Ball. Ich glaube, der ist auch nicht. Jetzt fällt's. Thank you.
jetzt vorbei. Das war die ganze. Muss ich das mal hinstellen? Weiter. Jetzt ein Vorteil, Kacke. Boah! Superell ist was anderes, aber er ist drin. Entweder das eiskalt oder das eiskalt daneben. Oh, mit Gewalt. Fuck! Ja, es ist am Ende dann doch irgendwie immer das Gleiche in Leverkusen, aber von Beginn an, es ging um den Titel, den ersten Titel seit 2007, natürlich nicht auf einem Level mit der Meisterschaft, der Supercup ist auch klar, aber Titel ist Titel, wäre eine Krönung gewesen für letzte Saison, gehört doch letzte Saison dazu, Meister gegen Vizemeister, auch ein neuer Ground, neues Stadion für mich, war noch nie in Leverkusen, also das ist auch eine schöne Erfahrung gewesen, letzte Saison ja auch die besten Spiele gewesen, diese drei Stücken Pokal eingerechnet waren die besten in Deutschland, war einfach so. Aufstellung hat auch schon richtig Bock gemacht, weil war ein bisschen unerwartet, nämlich für mich unerwartet, dass die ganzen Nationalspieler drin waren. Ein Mio-Startelf, Führig, Mittelstädt und so weiter. Die Jungs hatten Bock, Hoeneß hatte Bock auf diesen Supercup, auf das Finale. Stimmung war auch echt wirklich ordentlich für ein Spiel, wo halt keine organisierte Support da ist. Also ich bewerte den VfB aus, das war logischerweise, wo ich drin war. Das war schon in Teilen ordentlich bis wirklich geil, rund um die Tore und so weiter natürlich. Natürlich fehlt natürlich was, wenn die Ultras nicht da sind, da keine Trommel da ist, keiner da ist, der ja immer Ideen hat, immer was anstimmt. Ne? Aber es war schon situativ auch wirklich einfach gut, richtig, richtig gut, trotz des Fehlens der Ultras. Spielerisch direkt drin gewesen, gallig gewesen, Zweikämpfe waren da, Leverkusen auch, wir auch, natürlich auch Unaufmerksamkeiten drin gehabt, ist klar, es ist halt Saisonbeginn, es war ein typisches Saisonbeginn-Spiel, ne, von zwei Top-Mannschaften, Ansätze waren da, du hast gesehen, boah, es ist wieder ein hochklassiges Spiel, galliges Spiel, ebenbürtiges Spiel, aber ein paar Fehler sind drin, ist halt noch frisch und neu in der Saison, das 1-0 fällt ein bisschen zu einfach, einfach auch zu viele Ecken dir nehmen lassen quasi oder geben lassen an die Leverkusener, muss man sagen. Aber dann halt auch direkte Antwort. Direkte Antwort, 1-1, Mio, herrlich rausgespielt, Mittelstädt, Mio läuft durch und schiebt das Ding ein im Rückraum, wunderschön. Generell, als es noch 11 gegen 11 war, ich glaube, das ist darauf müssen wir vor allem beziehen, war das eine bockstarke Partie vom VfB, wie gesagt, mindestens ebenbürtig, wahrscheinlich bei 11 gegen 11 sogar besser als Leverkusen gewesen. Dann die glasklare rote Karte, glasklar für Terrier war es, glaube ich, wenn man ihn so ausspricht, 37, habe ich mir notiert. Also klarer wird's nicht, bin gespannt, wie lange der Mann gesperrt ist, das war schon ganz, ganz klar, das Ding. Danach noch kurz vor der Halbzeit Latte gehabt nach Führig, Dribbelreihend und dann kriegt ihn Demirovic
irgendwie an die Latte und doch nicht drin und kurz vor Linie. Also es waren Chancen da, auch schon da wieder auf die Führung zu stellen. Dann in der zweiten Halbzeit kam Leverkusen doch ein bisschen besser rein. Wie gesagt, das war irgendwie nie wirklich ein 10 gegen 11 und das muss man auch Leverkusen anrechnen. Das ist halt Meisterkader, Meistermannschaft, ungeschlagen. Das ist halt leider so, die können halt Fußball spielen. Dann ist Hoeneß Händchen, absolut geile Nummer gewesen, Dreifachwechsel, bringt Silas, der ein bisschen abgefallen ist, aber vor allem eben Krätzig und Undav, die sofort, ich weiß nicht, ich habe sie nachgezählt, aber gefühlt war es keine Minute und dann fällt es 1-2, Krätzig, wunderbarer Ball durchgespielt und dann ist halt Undav da, wo er hin muss, macht nochmal einen cleveren Move, ist am Verteidiger vorbei, schiebt dann locker ein, kurz vorm Tor, komplette Ekstase, das ist natürlich absolut geil, ne? Wie gesagt, dieser Undav-Hype ist sowieso grenzenlos, auch ihn, glaube ich, wichtig, das Tor gemacht, da ist direkt die Ablösesumme gefühlt wieder ein bisschen niedriger oder ja, relativiert und so, direkt getroffen, ne? Hat jetzt keine 3-4 Spiele gebraucht, sondern wirklich, der kommt rein, keine Minute gespielt und der Mann macht sein Tor, ist einfach ein wunderschönes Ding, ganz insgesamt. Und dann, wie gesagt, Leverkusen legt nach, die Partie wird maximal hitzig, Rangeleien ständig, der Schiri vergibt gelbe Karten hier und da und überall auf der Trainerbank und sowieso, das war schon ziemlicher Wahnsinn teilweise. Ja, Leverkusen auch schon durchaus gute, ich sag mal, gute Assi-Truppe, ich meine, das ist halt aus dem VfB-Fan-Ding her einfach zu sprechen. Ich glaube, auch da ist so ein bisschen ein ziemlich klarer Indikator, wenn selbst ein Sebastian Hoeneß gefühlt die Ruhe selbst der nach Spielende sich in irgendwelche Rangeleien einmischt und Leute mit Leuten spricht von Leverkusen und so und denen gefühlt irgendwie Manieren beibringt, so doof gesagt, so habe ich es zumindest irgendwie noch nebenher mitbekommen, dann ist das schon ein ziemliches Zeichen tatsächlich. Und dann, ja, wie gesagt, wir bleiben auch gar nicht, der VfB bleibt gar nicht, das bleibt Leverkusen natürlich überwältigt uns ein bisschen, aber wir sind da, wir sind in Zweikämpfen, hey, können auch für Entlastung sorgen, tun es aber nicht so wirklich und trotzdem halt deswegen auch der Treffer in der Luft, die Arena auch langsam angestachelt, da kam die Leverkusen Arena dann auch langsam mal an und dann 88. Das ist ein Leverkusen. Du spielst in Leverkusen, du weißt genau, irgendwas irgendwann passiert. Man hoffte es halt mal, dass es irgendwie ja das dritte Mal in Folge halt nicht passiert. Doch, es passiert wieder. Auch das leider viel zu einfach. Tatsächlich muss man sagen, das ist so ein bisschen das Hauptproblem an diesem Tor für mich oder an dem 2-2 generell. Das zu einfach, das so in Überzahl herzuschenken, gefühltes 2-2, ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob uns da einfach so ein bisschen die Qualität fehlt, zu bunkern. Ich glaube, wir spielen einfach zu gerne. Wir können gefühlt nicht bunkern. Das hätte ich eigentlich vielleicht gerne mal gesehen, wenn du eh schon Überzahl hast, dann bringt das 2-1 über die Strecke, aber gut, Leverkusen hat halt auch was auf dem Platz, das Fußball spielen kann, auch die Dreifachwechsel, Wirtz rein und so weiter und so fort, Elfmeterschießen, ja, war mir davor schon klar und ich hatte davor schon irgendwie kein gutes Gefühl einfach, ist eh irgendwie Lotterie, ne, Krätzig verschießt, wenn, ne, doofes Beispiel, wenn es Radetzky in die andere Ecke springt, sagen alle, boah, eiskalt, jetzt heißt es halt, boah, nicht gut geschossen, der war jetzt gar nicht so schlecht, der von Silas in Nachthimmel war halt wirklich einfach nur schlecht, hatte bei Krätzig so ein bisschen mulmiges Gefühl, fand es cool, dass er hingeht, dass er die Eier hat, ne, deswegen auch generell auch bei Silas, ich hau da jetzt auf keinen drauf, wenn Elfer schießt, der hat erstmal Respekt verdient, dass man so verschießt, muss natürlich nicht sein, aber auch bei Silas leider kein gutes Gefühl gehabt, gute Vorbereitung gespielt, das wissen wir alle, aber eben auch das Spiel war nicht gut. Die Einwechslung von Silas war nicht gut, die war nicht produktiv, deswegen kein gutes Gefühl gehabt, was man da rausziehen kann. Demirovic eiskalt, Gerassi-Style rechts oben rein. Vielleicht haben wir da echt unseren Elferschützen nach Gerassi-Abgang einfach seinen Ersatz. Macht einfach weiter mit Demirovic. Und sonst, ja, ist halt Elferschießen. Ne? Ist halt Lotterie, mal gewinnt der VfB. Das nächste gewinnt der VfB vielleicht. Das hat Leverkusen gewonnen. Am Ende des Tages ist es halt ein 2-2 nach 90 Minuten und danach Lotterie. Bisschen komisch war die Nummer mit der defekten Kamera. Das muss man, glaube ich, trotzdem noch dazu sagen. Die war ein bisschen komisch, die Nummer. Hat Undav erzählt im Interview danach, dass irgendwie, glaube ich, der VfB die Platzwahl gewonnen hätte. Also hätten sich aussuchen dürfen, wo sie spielen. Wollten auf unsere Kurve logischerweise, dann hieß es ja, scheiße, hier ist irgendwie ja die Torlinientechnik, die Torlinienkamera funktioniert nicht, wir können nur aufs Leverkusener Tor spielen, ja schön, dann braucht das auch nicht auszuschnicken, wer sich aussuchen darf, wo man spielen darf. Das hat jetzt wahrscheinlich auch nichts entschieden, aber es hat trotzdem immer einen Unterschied, auf welches Tor du spielst im Elferschießen, hat irgendwie einen komischen Beigeschmack oder einfach eine unnötige Nummer in so einem großen Spiel, Supercup, dann ja die Seite so zu entscheiden, weil die Kamera defekt ist, also Jungs und Mädels, was soll denn das? Deswegen, das ist so ein bisschen schade. Und aus unserer Sicht habe ich schon angesprochen, wie gesagt, du kannst scheinbar nicht bunkern, das ist ein bisschen doof. Und noch dreimal jetzt Last Minute kassiert in Leverkusen, auch das leider halt dann irgendwann ein Muster. Und das letzte ein bisschen negative, sage ich mal, oder ja, Pech gehabt in dem Sinne eben wieder Aluminium. Auch das hat ja langsam Tradition in Leverkusen, Aluminium-Treffer und du machst halt das 3-1 nicht.
dann kommt Leverkusen und dann fällt halt irgendwann noch der Ausgleich. Hier aber auch dann der gewollte Umbruch, sage ich mal. Das war jetzt gerade ein bisschen noch Kritik, sage ich mal, oder auch das wieder auf hohem Niveau Kritik. Jetzt zum Positiven, zum Fazit, sage ich mal, zum Fazit vom Fazit. Das waren 2:2 in 90 Minuten gegen eine Leverkusener Meistermannschaft in Leverkusen, wo es ja für uns verhext ist. Nicht nur für uns, für die ganze Liga. Keiner hat es schlagen können, auch wenn viele nah dran waren. Deswegen, das gebührt einfach Lob. Das war eine ganz große Leistung vom VfB, weil eben wir ja auch, hieß er oft, Downfall, Umbruch, bla bla bla. Da war gefühlt bis gar kein Qualitätsverlust zu sehen. Du warst weiterhin ebenbürtig mit Leverkusen. So, wie gesagt, das war Supercup in Leverkusen. Das war wahrscheinlich das schwierigste Spiel der Saison, wo du hinfahren kannst. Klar, in der Saison nochmal anspruchsvoller als jetzt am Anfang der Supercup. Ist auch ganz logisch. Aber trotzdem, es war jetzt kein Supercup in Kiel oder sowas. Jetzt auch das nicht despektierlich gemeint. Aber das, wie gesagt, ganz großes Lob an die Mannschaft, da so ein Ding abzureißen. Mit ein bisschen mehr Glück kriegst du es irgendwann mit Zeit. Und dann gewinnst du es halt 2:1 in Leverkusen, statt wieder Last Minute zu kassieren. Das tut halt ein bisschen weh. Wie gesagt, es ist einfach verhext, muss man sagen. Aber, also glaube ich, da mitnehmen können und mitnehmen müssen, auch aus Leverkusen, in die Liga rein, gegen Freiburg, dann Pokal, weiter Liga, irgendwann Champions League, aber vor allem auf die Bundesliga bezogen. Wenn die das so spielen, und das war ja auch erst der Anfang, ne? Ich habe ja auch gesagt, ein paar Unaufmerksamkeiten waren da. Wie gesagt, das war nicht komplett konstant von beiden Mannschaften, nicht, weil ist noch vor der Saison offiziell, nächste Woche geht's richtig los. Für manche ging es beim Pokal schon richtig los, sag ich mal, ne, eingrooven, sich einspielen, vielleicht kommt noch ein Innenverteidiger, bei D ist ein großes Gerücht und dann irgendwann steht der Kader erst, Final und so weiter und so fort und dafür sah es schon sehr solide aus und auch mit so einer Leistung wie jetzt gegen Leverkusen gestern schon, wirst du gegen die meisten Mannschaften in der Bundesliga mindestens ein gutes Gesicht machen und damit auch gleichzeitig rausgefolgert gegen viele Mannschaften auch wieder gewinnen. Und deswegen kann man, glaube ich, sehr positiv sein nach der Leistung gestern mit dem Blick auf den Kader, mit dem Blick darauf, wie problemlos der Hoeneß-Fußball weiterläuft einfach, wie die Jungs Bock machen und so weiter und so fort, wie groß der Hype ist. Wie gesagt, keine Ultras dabei, Stimmung war trotzdem richtig gut, alle dabei gewesen, alle Bock gemacht, alle, ja, völlige Harmonie, auch rund ums Stadion, war einfach insgesamt eine geile Auswärtsfahrt gewesen, geile Stimmung gewesen überall. Wir können sehr, sehr positiv und sehr hoffnungsvoll und berechtigt hoffnungsvoll wieder in die nächste Saison reingucken, wie weit es denn dann geht. Ich mache jetzt hier keine Champions-League-Prognose, ne, aber die Jungs werden eine richtig, richtig gute Saison spielen, davon gehe ich absolut aus. Jetzt natürlich für euch wieder wie immer ab in die Kommentare zum Spiel, zum Vlog, zum Fazit und so weiter und so fort. Wie immer natürlich gerne kostenlos liken, abo da lassen, auch ganz klare Geschichte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.